Aber was machen wir denn mit den Hunderttausenden und Millionen an Verbrennern, die wir noch auf der Straße haben? Da kann man doch gar nicht gegen E-Fuel sein. Alexander Bloch hat auf dem Kanal von Automotorsport ein Video zu dem Thema veröffentlicht. Macht es denn jetzt Sinn, einen schon alten, gebrauchten Verbrenner noch ein paar Jahre länger zu fahren? Oh, hi, ihr seid ja schon da. Ich war gerade dabei, mir hier gemütlich ein Video anzugucken. Und zwar ist es das aktuelle Video von Alexander Bloch zum Thema E-Fuels auf dem Kanal von Automotorsport. Und ich halte das Video mal an und da müssen wir mal drüber reden. Und genau, das machen wir jetzt. Also, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Steve und Julian. Ich bin Julian, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Wenn ihr euch kompetent, sachkundig und vor allem neutral zu den Themen erneuerbare Energien und Elektromobilität informieren wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig und gerne gebt unserem Kanal einen Daumen nach oben, wenn euch gefällt, was wir machen. Ja, E-Fuels, das ist so ein Bringerthema, das ist so ein Brecherthema im Bereich der erneuerbaren Energien, erneuerbare Mobilität, Elektromobilität. Und Alexander Bloch hat auf dem Kanal von Automotorsport ein Video zu dem Thema veröffentlicht, wo er ja titelt Schädlich oder nützlich und mit verschiedenen Mythen aufklärt. Ich habe mir das Video am Anfang das erste Mal so ein bisschen nebenher angeguckt und habe an so zwei, drei Stellen gestoppt und dachte so, komisch, habe mir das Video noch zwei, dreimal angeschaut und da sind schon so ein paar Stellen drin, über die wir nochmal reden müssen. Ich mache jetzt keinen kompletten Durchlauf zu diesem Video, aber es ist einfach so, da sind zwei, drei Punkte drin. Zwei sind mir ganz besonders aufgefallen, über die wir nochmal reden sollten. Den einen mache ich ganz kurz und den anderen mache ich ein kleines bisschen ausführlicher und bin sehr gespannt auf eure Kommentare dazu. Also Punkt Nummer eins. Das Thema Energiebilanz stimmt nicht, so wie dargestellt wurde in dem Video. Der Energieaufwand für die Herstellung von E-Fuels ist erheblich höher. Das Automotor und Sport hat auf dem eigenen Kanal zwei, drei Tage später ein Video veröffentlicht, einen Mitschnitt von der E-Mobility oder von der Mobility-Konferenz 2021 der Automotor Sport. Dort einen Vortrag von Maximilian Fichtner, einem Batterieexperten, der sich mit Wasserstoff, E-Fuels, Batterien hervorragend auskennt. Und die Zahlen dort decken sich eher mit dem, was man in der Literatur liest, nämlich dass man pro Liter E-Diesel ungefähr 26 bis 27 Kilowattstunden Strom benötigt, um den herzustellen. Und das deckt sich nicht mit dem, was Alexander Bloch in seinem Video sagt, vor allem weil Alexander dort auch wieder mal leider, wie viele andere auch, Energie und Strom teilweise so ein bisschen durcheinander würfelt und deswegen einfach die Zahlen einfach so nicht stimmen. Und wenn man sich das mal ausrechnet, ihr könnt euch das in dem Video, wir verlinken das in den Shownotes und auch hier oben mal gerne. Wenn man sich das mal ausrechnet, dann kommt man für 100 Kilometer mit E-Fuels auf einen Strombedarf von über 100 Kilowattstunden und jeder von euch, der Elektroauto weiß, fährt, der weiß, wie weit man damit mit Strom kommt. Das ist so der eine Punkt. Aber einen anderen Punkt, den fand ich irgendwie noch interessanter und da dachte ich so, da rechnest du mal nach und deswegen habe ich mir dazu eine Excel-Tabelle geschrieben. Die habe ich hier schon mal eingeblendet. Wir gucken uns die gleich mal ein bisschen genauer an. Und zwar der Punkt, es dreht sich in dem Video ja letztlich wie häufig beim Thema E-Fuels immer wieder um die Frage, ja, mit Elektromobilität, das ist ja alles ganz schön und gut und erneuerbaren Energien, das ist alles ganz prima. Aber was machen wir denn mit den Hunderttausenden und Millionen an Verbrennern, die wir noch auf der Straße haben? Sollen die denn jetzt noch weiter die nächsten 30 Jahre mit Kraftstoff, mit herkömmlichem Kraftstoff fahren und CO2 in die Luft pusten? Ist das denn das, was ihr wollt? Da müssen wir doch mal ran. Da kann man doch gar nicht gegen E-Fuels sein, mit dem man klimaneutral durch die Gegend fahren kann. So scheint es. So wird es zumindest dargestellt. Und Alexander Bloch stellt in seinem Video das jetzt auch nicht alles rosig dar, aber er greift natürlich diesen Punkt auf und nimmt dann eine Sache heraus und sagt sich, naja, stellt euch mal vor, hier wird jetzt zum Beispiel ein Corsa hergestellt, der kommt auf die Straße, der kommt mit ungefähr 5 bis 6 Tonnen CO2-Fußabdruck aus der Produktion auf die Straße. Soll man den denn dann etwa gleich wieder wegschmeißen, sondern man sollte ihn doch vielleicht eher weiterfahren. Das wäre klimafreundlicher, als sich ein Elektroauto dann zu holen, stattdessen, was ja mit einem noch größeren CO2-Fußabdruck auf die Straße kommt. Das würde sich ja klimatisch überhaupt nicht rechnen und nicht positiv sein. Und da habe ich mir gedacht, das rechne ich mal nach. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle und nehmen mal wirklich diesen Fall heraus, was passiert eigentlich tatsächlich mit der CO2-Bilanz, wenn wir einen virtuell mal uns vorstellen, wir nehmen einen Verbrenner, bauen den, schmeißen den weg und kaufen uns dafür ein Elektroauto gleich sofort hinterher, fahren das und mal gucken, was dann als Bilanz rauskommt. Und dazu gucken wir jetzt mal hier auf diese Tabelle. Und zwar nehme ich mir jetzt mal meine, das hier nicht, sondern nehme mal meine Bildschirmlupe
Und dann fahren wir mal ein bisschen hier in Ruhe über diese Tabelle. Also, ich habe diese Tabelle in zwei Teile aufgeteilt. Einmal gucke ich mir die Verbrenner an und einmal das Elektroauto. Es geht jeweils um einen Opel Corsa. Ich nehme mal die Zahlen, die der Alexander in seinem Video benutzt hat. Herstellung 5 Tonnen CO2, Verbrauch 6 Liter auf 100 Kilometer. Das deckt sich ungefähr mit dem, was man auch bei Spritmonitor findet. Dann, wie viel CO2 entsteht pro Liter Benzin, wenn man den verbrennt, 2,33 Kilogramm. Dazu muss man die Vorkette rechnen. Also sprich, ihr wisst das, Transport, Förderung, Raffinierung und so weiter, kommt man auf ungefähr 2,7 Kilogramm CO2 pro Liter, die freigesetzt werden. Bei 12.500 Kilometern pro Jahr und 12 Jahren Nutzungszeit, vielleicht aber auch länger, weiß man nicht, kommt man dann insgesamt auf 29,12 Tonnen CO2, also 5 Tonnen aus der Produktion. Und 24,12 Tonnen CO2, die frei werden, nur durch die Nutzung der Brennstoffe, also in der Nutzungsphase. Da sind jetzt Reparaturen, Teilaustausch und so weiter alles überhaupt gar nicht mit dabei. Also eine etwas glatte Rechnung, ob das in 12 Jahren, ob da nicht was ausgetauscht werden muss, Öl nachgefüllt, Filter und so weiter, ist egal. Lassen wir an der Stelle mal alles weg. Also wir bilanzieren mal, nach 12 Jahren hat man mit so einem Auto ungefähr 30 Tonnen CO2 in die Luft gepustet. So, und jetzt gucken wir uns das mal auf der Elektroseite an. Sagen wir, nehmen mal einen Corsa E. Und ich habe keine Zahlen zum Corsa E gefunden. Ich weiß aber, VW hat mal Zahlen veröffentlicht. Herstellung, CO2-Fußabdruck von dem ID3. Etwa gleich großer Akku, etwa gleiches Autogewicht, so ganz gut vergleichbar. Und VW gibt 13 Tonnen CO2 an. Ich hau mal noch zur Sicherheit 2 Tonnen oben drauf und sage, ich gehe mal davon aus, der Corsa E ist mit 15 Tonnen CO2 Fußabdruck. Kommt der aus der Fabrik. So, das ist natürlich eine ganze Menge. Dann Stromverbrauch, 17 Kilowattstunden. Ja, das ist ein Wert, den man annehmen kann. Den findet man überall. Der wird immer wieder genutzt und der passt auch ganz gut zum Corsa. Schaut mal bei Spritmonitor nach, da findet ihr das. So, was haben wir bei CO2? Da liegen wir im Moment so bei ungefähr 366 Gramm pro Kilowattstunde. Die entstehen im deutschen Strommix, dann kommen 6% Vorkette dazu für die Übertragung im Netz, Verluste und so weiter und so fort, landet man bei 0,39 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Und ich gehe jetzt nicht auf die Diskussion ein, ich fahre Ökostrom, ich habe einen Ökostromvertrag, dann bin ich ja total CO2-neutral, das stimmt so nicht, aber dazu soll es jetzt in diesem speziellen Video nicht gehen. Wir nehmen einfach mal den Strommix und der bedeutet eben 0,39 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. Vielleicht wird es ja und hoffentlich wird es ja in den nächsten Jahren auch weniger. Wir lassen diesen Wert auch konstant für die nächsten 12 Jahre. Auch das ist eine vereinfachte Rechnung, das ist mir bewusst. Aber wir lassen es einfach mal so, weil ich habe keine Glaskugel. Nehmen auch 12.500 Kilometer an und rechnen dann also mal aus, was kommt denn dabei nach 12 Jahren raus. Ihr seht es hier jetzt schon, hier in der Bildschirmlupe. Also 15 Tonnen kamen aus der Herstellung und 9,89 Tonnen kamen aus der Nutzungsphase. Also wie gesagt, Strommix. Und zusammen addiert sind das nicht mal 25 Tonnen. Das ist immer noch eine ganze Menge. So, und jetzt machen wir doch mal eine Differenz. Und schauen einfach mal, wie viel hat denn jetzt das Elektroauto in den 12,5 Jahren, wie hat es denn abgeschnitten im Vergleich zum Benziner? Ihr erinnert euch sicherlich an die Zahl, die ich euch vorher genannt habe. Hier, das waren 29 Tonnen und das ist nicht schwierig auszurechnen. Das heißt also, wenn ich mit dem Elektroauto die 12 Jahre fahre, mit den Zahlen, die ich genommen habe, dann hat man 4,22 Tonnen CO2 eingespart. Weniger. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil der Herstellungs CO2-Fußabdruck wahrscheinlich ein bisschen weniger ist, weil die Batterie in Second Life kommt, weil der Anteil erneuerbarer Energien in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich hoffentlich mit Sicherheit deutlich ansteigen wird. Also wird man da wahrscheinlich deutlich besser fahren. Beim Verbrenner wiederum wird es wahrscheinlich eher schlechter werden. Der Verbrauch von Verbrennerfahrzeugen wird über die Jahre eher höher. Der Aufwand, um Öl aus dem Boden zu holen, weltweit zu transportieren, wird auch immer größer. So what? Ich habe das einfach mal weggelassen. So wie man das jetzt mal, wenn man die Zahlen mal so nimmt, dann landet man bei 4,22 Tonnen. Und wenn wir uns daran erinnern, dass die Herstellung des Corsa-Verbrenners mit ungefähr 5 Tonnen angesetzt wurde in dem Video, dann könnte man eigentlich fast sagen, naja, dann kauft ihr doch den Verbrenner und schmeißt ihn gleich wieder weg und steige auf ein Elektroauto um. Und du bist CO2-mäßig wahrscheinlich sogar am Ende gleich, wenn nicht sogar besser, wie gesagt, wenn man die Verbesserungen in den nächsten Jahren einfach mal mit reinnimmt, was man ja eigentlich tun müsste und ich jetzt hier an der Stelle mal nicht gemacht habe. So, und
Würde es jetzt also was bringen, den neu gebauten Corsa mit E-Fuels zu fahren? Nee, natürlich nicht, weil klar, der Energieaufwand für die Herstellung von E-Fuels, der ist gigantisch. Die Mengen an Energie ist überhaupt gar nicht da. Die sind viel besser woanders eingesetzt und von daher bringt das also gar nichts. Das ist sinnlos. Das ist verschwendete Energie im wahrsten Sinne des Wortes. So stimmt das also nicht, was der Alexander da so versucht hat darzustellen, dass es dann doch irgendwie besser ist. So, was machen wir aber jetzt mit den Bestandsfahrzeugen? Beziehungsweise, ja, er hat ja recht, wenn er sagt, dass 90% der Fahrzeuge im Moment so roundabout Fahrzeuge ohne Stecker sind. Das ist sogar ein bisschen mehr im Moment. Aber auf der Straße, real auf der Straße, sind noch deutlich mehr als 90% Verbrenner unterwegs. Mein Fazit ist eigentlich ganz einfach. Erstens, so schnell wie möglich den Neuverkauf, Neuzulassung von Verbrennern verbieten. Wir müssen so schnell wie möglich, so schnell es geht, raus daraus, um sozusagen diesen Pfad nicht künstlich am Leben zu erhalten, sondern ihn so schnell wie möglich zu beenden und klar zu machen, das war's, Schnitt. Jetzt haben wir sozusagen nur noch, in Anführungszeichen, die auf der Straße, die wir haben. Die mit E-Fuels zu versorgen, ist energetischer Wahnsinn, energetischer Selbstmord. Denn die Mengen an Strom, die man da einsetzt, die sollte man viel besser in Wärmepumpen und in Elektromobilität einsetzen und hat dort einen viel größeren Hub und kann dort mit der gleichen Menge Strom viel mehr CO2 einsparen, als wenn man das in E-Fuels reinpackt. Verbrenner, die auf der Straße sind, eigentlich müsste man klar und deutlich sagen, wegschmeißen oder zumindest nicht mehr fahren oder natürlich nicht viel, viel weniger fahren. Macht es denn jetzt Sinn, einen schon alten, gebrauchten Verbrenner noch ein paar Jahre länger zu fahren? Naja, eigentlich nicht, weil der größte Schaden ist ja schon angerichtet. Und es wird ja nicht besser, wenn man das Fahrzeug weiterfährt. Also man lässt ja auch ein Kohlekraftwerk nicht laufen, weil man sagt, naja, jetzt sind da schon 100 Millionen Tonnen emittiert worden, dann machen die nächsten 20 Millionen auch nichts mehr aus. Also das ist es nicht. Es geht eigentlich wirklich darum, diesen Pfad so schnell wie möglich zu beenden. Und zur Ehrlichkeit gehört also dazu, dass es wahrscheinlich ökologisch sogar sinnvoller ist, Verbrenner tatsächlich wegzuschmeißen, also sprich zu recyceln, die Materialien soweit es geht zu recyceln und so schnell wie möglich auf Elektromobilität umzusteigen. Jetzt bin ich kein Elektromobilitätsspinner. Mir ist klar, dass das nicht realistisch ist und wahrscheinlich so nicht stattfinden wird. Die wenigsten werden sagen, okay, ich werde meinen 10 Jahre alten Verbrenner jetzt mal in die Presse bringen und mir dafür ein Elektroauto kaufen, weil aus wirtschaftlichen Gründen, wie auch immer. Aber eigentlich wäre das der Pfad, den wir gehen müssten. Knallhart zu sagen, wir fangen gar nicht erst mit diesem ganzen Quatsch an und wir bringen das Ganze so schnell wie möglich zu Ende. Und wie gesagt, auf E-Fuels zu setzen, abgesehen davon, dass die ja überhaupt gar nicht da sind und viel zu teuer wären und energetischer Selbstmord sind, ist der komplett falsche Pfad. Es mag die eine oder andere Spezialanwendung geben, wo man das machen muss und wo es dann auch sinnvoll ist, weil es keinen batterieelektrischen Ersatz dafür gibt, aber ansonsten ist es aus meiner Sicht kompletter Unsinn. So, also wie gesagt, ich wollte hier kein dickes Zerstörungsvideo irgendwie von diesem Video von Alexander Bloch machen. Ich wollte nur auf diesen Umstand mal hinweisen, dass aus meiner Sicht, wie gesagt, die Nutzung von E-Fuels, um die Verbrenner sozusagen klimaneutral zu bringen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und von daher bin ich mit den Aussagen, die er dort in diesem Video trifft, nicht so ganz einverstanden. Wie ist es bei euch? Wie fandet ihr dieses Video? Habt ihr es schon gesehen? Wie gesagt, wir verlinken es in den Shownotes. Guckt euch mal an, in aller Ruhe. Und lasst uns mal entspannt darüber in den Kommentaren miteinander darüber sprechen. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Wow, ich bin unter 15 Minuten geblieben. Wahnsinn. Freut mich sehr, dass ich es mal so schnell hinbekommen habe. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Hinterlasst doch einfach mal ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr die Glocke klickt, ihr wisst, dann seid ihr informiert, wenn wir was Neues für euch haben. Wenn ihr möchtet, natürlich auch wie immer Daumen nach oben oder nach unten. Das war's. Ich bin raus. Gucken wir jetzt ein anderes Video an. Vielleicht Captain Future oder mal wieder eine alte Folge von Denver Clan. Mal gucken. Das ist gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.